Heute zeige ich dir, welche Kräuter aus dem Garten dir bei einer Erkältung helfen, was wir derzeit bei unserem Garten aussehen und wie wir unsere neuen insektenfreundlichen Staudenbeete planen. Die Sonne scheint, nur die Fitness fehlt. Am heutigen Tag, ich bin krank, ich bin ordentlich angeschlagen, aber ich habe gedacht, ich werde die frische Luft ein bisschen genießen und nutzen, hier in unserem Kleingarten in Berlin-Pankow, um mal sichten, was man bei so einem schönen sonnigen Tag auch mal machen kann. Oh, ich bin echt so angeschlagen, ihr hört das schon, Covid-Test bisher negativ, Influenza auch, ist egal. Muss ja weitergehen. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, dass es ganz schön ist, wenn man draußen sein kann, wenn man krank ist. Denn nur drinnen rumsitzen, gestern war ich quasi nur beim Arzt gewesen und dann habe ich nur auf der Couch gelegen und im Bett und das tut irgendwann einfach nur noch weh. Ihr wisst ja, wir haben diese wunderbare, ich nenne sie jetzt auch einfach mal Erdmiete, wie das von einigen schon kam. Also diesen Schacht hier, der naja, über 2 Meter tief ist, wo wir vor allem unser Wasser an- und abstellen können. Da haben wir so ein paar Sachen eingelagert zur Bewinterung. Jakonnen. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, inwiefern die ganz gut noch werden oder nicht. Sehen hier sehr winterschlaftechnisch aus. Was wir aber sehen, ist hier einen kleinen Molch, der hier überwintert hat scheinbar. Der auch noch lebt, aber sich irgendwie kaum bewegt. Da unten so ein bisschen Ruhepause gemacht hat. Ich muss den auch irgendwie, glaube ich, abdecken, damit er hier nicht gleich von Vögeln gefressen wird und hier auch nicht von der Sonne direkt verbrannt, wie auch immer. Ja, er lebt noch. Ganz spannend. Unser Kleingarten mal wieder als Biotop, als Habitat für solche Tiere, die auf jeden Fall auch schützenswert sind. Welche Tiere entdeckt ihr jetzt schon im Frühjahr bei euch? Aber ich stelle die beiden Töpfe tatsächlich auch direkt ins Gewächshaus, denn es ist nachts auch noch mal richtig, richtig kalt und es soll die nächsten Tage auch wieder kalt werden. Da ist es ein bisschen geschützter. Das ist natürlich auch für den kleinen Molch hier nicht verkehrt. So, und ich habe mal wieder meine Jogginghose an. Die ist schon so dreckig, dass ich die kaum noch sauber kriege. Ja, ich sag mal wieder Dankeschön für die vielen, vielen Kommentare unter dem letzten Video. Vergesst nicht auch, das diesmal wieder zu machen. Ich habe lange nicht mehr gefragt, wo ihr denn alle so herkommt. Hier ja Berlin-Pankow, fast Reinickendorf, da sieht man das Märkische Viertel. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, wo ihr herkommt und vielleicht auch, wo ihr euren Kleingarten habt. Eigentlich ganz witzig, dass wir das letzte Mal noch darüber gesprochen haben, was man denn bei Erkältung machen kann, wie zum Beispiel den Zwiebelsaft, von dem ich gesprochen habe, weil ich ja die Zwiebeln da rausgeholt habe. Ja, und dann bin ich auch gleich erkältet, ne? Aber ich versuche noch mehr aus dem Garten rauszuholen, was mir hilft bei meiner Erkältung. Und da geht es zum Beispiel los bei uns im Wildeblumenbeet. Und wir haben den zwar nicht nur im Wildeblumenbeet, aber hier sieht er immer noch am besten aus. Und das ist der Salbei. Salbei hat nämlich so Stoffe drin, die desinfizierend wirken, antibiotisch wirken. Auf jeden Fall von dem Salbei werde ich mir jetzt was ernten. Und das kann man sich als Tee aufgießen. Man kann das zwar auch mit Wasser, mit heißem Wasser und Honig machen, aber auf die Süße verzichte ich in diesem Fall, soll nämlich ordentlich helfen. Was auch helfen soll oder kann, ist Thymian. Haben wir ja auch hier. Und auch Thymian enthält ätherische Öle, die bei so einer Erkältung einfach helfen können. Kann man als Tee machen oder Suppen hinzufügen. Was noch nicht am Blühen ist, aber auch gut helfen soll und die Immunabwehr stärkt, ist Echinacea. Ich glaube, das müsste das werden. Also Sonnenhut. Ist es richtig? Sonnenhut? Ich glaube schon.
Auf jeden Fall auch eine Sache, die bei Erkältung gut hilft. Was sehr, sehr viel Vitamin C enthält, derzeit aber nicht wächst, ich also im Supermarkt kaufen muss, ist Brokkoli, hatten wir dort stehen. Was wir noch stehen haben und auch sehr viel Vitamin C enthält, was viele gar nicht wissen, das ist unser Grünkohl. Und der Grünkohl wächst hier, wie gesagt, bei uns auch noch richtig, richtig gut. Den werde ich heute mal ernten. Den könnte man theoretisch auch schön eine Suppe machen. Wer von euch mag denn Hühnersuppe zum Beispiel? Ich natürlich nicht, wie ihr wisst. Aber ja, Hühnersuppe soll ja auch wirklich ein tolles Rezept sein bei Erkältung. Habt ihr Ideen, Rezeptideen gegen Erkältung oder was einem gut tut bei Erkältung? Dann ab damit in die Kommentare. Es ist nämlich Erkältungszeit. Und ich denke mal, dass viele wissen wollen, wie sie sich schützen können oder bei einer eingefangenen Erkältung besser fühlen können. Ja, die Zwiebel habe ich schon genannt. Wir gehen mal hier in Richtung unseres Beetes, wo mal früher die Erdbeeren waren. Da kommen auch immer noch mal wieder Knoblauche durch. Chips dort zum Beispiel. Und auch Knoblauch ist gut bei Erkältungen. Allicina ist dieser Stoff, glaube ich, der so eine antibakterielle Wirkung haben soll und dann entsprechend auch hilft bei Erkältung. Was auf jeden Fall hilft bei einer Erkältung, ist sich mal nach hinten lehnen und auszuruhen. Gerade wenn hier die Sonne so schön am Scheinen ist und man die ersten Sonnenstrahlen des Jahres so richtig gut aufnehmen kann, das hilft. Frische Luft, draußen sein, nicht drin versauern. Ja, das ist ganz wichtig, um Lebensenergie zu bekommen und nicht total einzurosten. Ich weiß ja gar nicht so richtig, wo ich mir diese Erkältung geholt habe. Es ist Erkältungszeit, das kann ja überall herkommen. Aber ich habe ja eine Vermutung. Am vergangenen Sonntag war ich zur Jahreshauptversammlung unseres Kleingartenvereins und da waren halt mal über 120 Menschen in einem ziemlich großen Versammlungsraum, der aber nicht wirklich toll belüftet war. Also das war schon ganz schön heftig teilweise. Auch mit Maske versucht, aber ja, es gab natürlich, wie bei solchen Sitzungen üblich, hitzige Debatten. Ganz interessant eigentlich. Ich finde es ja schön, wenn da diskutiert werden kann. Ein paar Sachen fand ich ehrlich gesagt auch völlig unangebracht. Hab da ein ganz schlechtes Gefühl bei gehabt. Ja, wenn bei der Versammlung wirklich so ein, zwei Leute immer wieder reinpöbeln, unmöglichst Pöbeleien während einer Mitgliederversammlung nicht zugelassen werden, dass solche Leute direkt einfach mal das alles verwiesen werden. Ansonsten war es ganz spannend. Gab viele, viele Informationen. Ich habe ja gesagt, beim Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow, da geht es derzeit ordentlich ab. Oder halt auch nicht, ja, wie man es halt so sieht. Aber was da so kommt, das werden wir in den nächsten Monaten und vor allem Jahren sehen. Ja, aber auch wenn ich erkältet bin, das Wetter kann man sich wie die eigene Familie nicht aussuchen. Was man sich allerdings aussuchen kann, das sind die Gartenfreunde. Und wer ist denn heute wieder da, Adonia? Herzlich willkommen, oder wie sagt man in Australien? Hardly welcome? No. Okay, war jetzt ein kleiner Spaß. Also Adonia ist hier zu Besuch. Was ist, warum bist du nicht vorbereitet für sowas? Ja, das ist der Effekt. Warum bist du nicht in deinem Garten? Oh, gemein, ich bin, oder? Ja, warum bin ich eigentlich nicht in meinem Garten? Weil du faul bist, würde ich sagen. Nein. Ja, und weil der RE1 gerade nicht so, eigentlich nicht fährt. Echt? Ja. Das ist ja doof jetzt. Puh, da habe ich ja Glück, dass ich hier 10 Minuten mit dem Fahrrad hinfahre. Aber das Schöne ist ja... Du mich jetzt wieder dran? Fängst du jetzt an zu weinen? Nein, aber das Schöne ist natürlich, dass du mich dann hier unterstützen kannst. Genau. Ich habe nämlich gedacht, ich möchte ein bisschen mit dir mal hier durch den Garten gehen und dir ein bisschen was zeigen, schöne Sachen hier, ja, und deine Meinung erfahren. Weil du ja letztens gesagt hast, dass ich nichts mache im Garten. Ich stelle dich heute völlig bloß, ne? Nein, komm, pass auf. Aber ich habe ja, du siehst ja, ich habe schon ein bisschen was gemacht und das gefällt dir ja auch, ne?
Also, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, heute hast du noch nichts gemacht. Ja, es regnet auch sehr stark und ich bin erkältet. Mhm. Du hast Mitleid, ich oder? Ich kann ausreden. Okay. Naja, aber was wir schon festgestellt haben, hier ist der wunderbare Teich, dass die Molche hier schon aktiv sind. Siehst du gerade einen? Vielleicht können wir... Nee, gerade nicht. Wir haben heute mindestens 3 gesehen. Ja, ne? Aber vielleicht... Ach, vielleicht. Guck mal jetzt da. Hast du einen? Ja, das sieht man, glaube ich, nicht so gut. Ich muss mal dichter rangehen. Muss alles auch nass heute. Naja, also ich sehe nichts. Keine Ahnung, was sie da gesehen hat. Ja, ist ganz dunkel da. Ist ganz dunkel. Ja, aber wir haben ja hier auch unser schönes Beet, ne, wo ich den Bärlauch ja breitwürfig vor 2 Folgen ausgeschmissen habe, glaube ich. Was man gerade auch gar nicht sieht. Man sieht halt gar nichts, ne? Natürlich nicht, weil der ist ja, den kann man wohl erst nach 3 Jahren ernten, habe ich gehört. Aber ich habe auch keine Ahnung von Garten und so. Ist bei dir hoffentlich anders, oder? Ja, eigentlich nicht. Ich bin ja ein bisschen enttäuscht von diesem Beet, ne? Guck mal, wenn ich mir das mal angucke, so. Das ist ganz schön. Du findest es schön. Du siehst, dass es eigentlich fast eine Rasenfläche ist, ne? Nee, also ja, ja. Ich meine, guck mal, wenn man sich das mal anguckt, hier ist so ein bisschen Knoblauch zwischen. Und ein bisschen Spinat. Was du aber auch gar nicht da reingemacht hast, meintest du? Den Knoblauch habe ich da reingemacht. Aber vor 2 Jahren. Ich glaube, den haben wir mit den Erdbeeren noch zusammen da reingemacht. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig, aber... Und jetzt kommt es wieder. Oder ich habe vergessen, was Martin da gemacht hat. Keine Ahnung. Und jetzt kommt es auf jeden Fall. Und hier ist noch Spinat, den ich im August ausgesät hatte. Und Erdbeeren. Und die Erdbeeren kommen natürlich überall durch, ne? Also ich finde, was hier natürlich vor allem durchkommt, ist ja, dass dieses ganze Unkraut. Das ist viel Gras, ne? Ich weiß auch gar nicht, da drüben habe ich das schon mal weggemacht, aber da kommt ja auch schon wieder ganz, ganz viel Neues. Ich frage mich eigentlich, was man mit diesem Beet so machen soll. Kennst du Pollinator Art? Pollinator Art. Davon habe ich jetzt neulich gehört. Das ist ein Kunstprojekt eigentlich von einer Künstlerin aus England. Und es gibt eben eine Webseite, da geht man auf diese Webseite und gibt halt ein, wie groß der Fläche ist, was man da irgendwie bepflanzen will. Und auch ein paar andere Infos. Und dann bekommst du halt einen Vorschlag, wie man das am besten pflanzen kann, dass es für Bestäuberinsekten auch geeignet ist. Pollinator, ne? Kurze Englisch-Lesson hier nämlich. Heißt Bestäuber, wie du so schön gesagt hast gerade. Also man kriegt ja so ein Staudenblumenbeet dann vorgeschlagen. Ist das eine App oder wird das, erstellen die das persönlich? Oder ich weiß nicht, ob wie funktioniert eine App dafür das? Gibt. Es gibt Wollen auf wir auf die Webseite gucken? Ja, das kann ich dir zeigen. Lass uns doch mal gucken. Vielleicht kann man das ja sogar aufnehmen. Und dann müssen wir... Also wir haben das gestern das erste Mal ausprobiert. Ja. Okay, als allererste müssen wir eingeben, wie... Okay, dass wir in Deutschland sind. Warte mal, ich mach's auf Deutsch. Wir sind in Deutschland übrigens. Berlin-Pankow hier. Okay, also Standort muss man eingeben, Deutschland und dann Breite und Länge. Was sagst du? Warte mal. Man darf nicht weniger als 2,5 Meter eingeben. 3, 4... Machen wir 4,5. Ja? Ja. Länge und Breite? Oh. 1. Machen wir 2,5. Okay. Weiter. Konsistenz der Erde, Kalk, Lehm, Ton oder Sand. Was sagst du? Lehmsandig. Was denkst du? Das gibt es gar nicht als Option. Dann du musst dich für eine entscheiden. Lehmig. Oder Sand? Lehmig. Okay. pH-Wert der Erde, weißt du das? Oh. Alkalisch, neutral oder sauer? Oder wir neutral. Geben einfach neutral. Nee, warte mal. Sauer. Nee, sauer. Die Erdbeeren wachsen gut. Was ist denn das hier? Hier waren noch diese Wacholder und so. Sauer bestimmt. Sauer würdest du sagen? Ja. Schreiben bestimmt alle, das ist falsch. Schreibt mal in die Kommentare. Nur weil hier Wacholder stand, ist es sauer oder ja? Naja. Dass du keine Bodenprobe hier gemacht hast. Vielleicht ist es, ja. Okay. Habt ihr schon mal Bodenprobe? Ich hab von Leuten gehört aus Charlottenburg, die das gemacht haben. Okay. Ja. Okay, jetzt Licht, Sonne, Halbschatten oder Schatten? Halbschatten? Halbschatten? Ist das nicht Halbschatten hier? Ja, stimmt, im Sommer auch mit diesem Baum, ne? Ja, ich denke auch, Halbschatten. Und ungeschützt, geschützt. Du bist schon geschützt, ne? Ja. Jetzt kommt Empathie, der Teil, der Spaß macht. Empathie? Pflanzenarten. Ach so, was man mag, oder was? Ja, genau. Möchtest du eher weniger oder mehr Pflanzenarten haben? Weniger, weil mehr heißt auch mehr besorgen, oder? Also Pflanzenarten, unterschiedliche. Mehr oder heißt auch eventuell, mehr das Vielfalt. Ist für... Ja, genau. Okay. Ich dachte, ihr seid hier naturfreundlich unterwegs, aber gut. Waren wir so ungefähr? Das sieht gut aus, ja. Anlage klar oder komplex?
Also komplex ist, glaube ich, nichts für mich. Oder kommst du Bleib auch in mal? In der Mitte. Dann machen wir die Mitte, okay. Ich komme dann auch. Du hilfst auch beim Anlegen. Ja, das ist ja nicht schlecht. Okay. Und, okay. Und schau mal, jetzt erstellt das für dich. Oh Gott, das sieht ja gut aus. Und guck mal, durch die Jahreszeiten auch. Siehst du? Ich höre sogar die Bienen. Ja, Spätherbst, Winter, Vorfrühling. Toll, ne? Das ist so der Kunstteil quasi. Pollinator.art ist die Webseite. Mhm. Ja. Ich schau mal, und dann hast du schon das. Mit verschiedenen Infos. Und es sagt dir dann auch... Wie, was, wo. Genau, was, wo, wie gepflanzt werden muss. Wow. Welche Pflanzen man sich besorgen. Also wir haben eher komplex eingegeben, ne? Oder mehrere Arten. Gibt es so eine App auch für einen kompletten Garten eigentlich? Also ich meine mit... Du kannst auch einfach verschiedene Beete herstellen. Oder du kannst halt eine ganz große Fläche eingeben. Ich glaube bis zu 11 Meter oder so. Also das finde ich jetzt schon ein Stück interessant. Das glaube ich, ja. Also da gucke ich, das gucke ich mir find an. Finde ich und auch das super wäre, spannend. Und selbst wenn es nicht hierfür ist, dann kann man das ja auch vielleicht für andere Bereiche im Garten benutzen. Mhm. Für, also das kann ich nur empfehlen. Leute, kennt ihr das? Wenn nicht, dann schaut auf jeden Fall mal auf dieser Webseite vorbei. Danke für diese Empfehlung. Gerne. Wir gucken jetzt aber erstmal weiter. Ich habe verstanden, dir gefällt das hier nicht. Wir sollen was Neues machen. Ja. Apropos was Neues machen. Ich habe ja in einem der letzten, ich glaube vor 2 Videos ungefähr, habe ich ja erzählt, dass ich das eigentlich ganz gut finden würde, wenn wir diese 1, 2, 3 kleinen Beete zu einem großen Beet machen würden, um da so ein bisschen dieses Permakultur-Ding und so weiter und ich bin, glaube ich, auch dagegen. Was heißt denn hier auch naja, also dagegen? Als wir unser Garten übernommen haben, hatten wir so ein Beet, wie du haben willst ungefähr. Ein großes, das war auch so groß wie hier ungefähr und halt ohne Wege und also alles einfach so eine große Fläche. Genau. Ja. Und wir haben dann extra jetzt Hochbeet und so reingemacht, weil uns das zu viel... Ich meine, gut, wir sind auch nicht jeden Tag da, wir sind nur am Wochenende da. Und wir hatten irgendwann einfach überall Gras und Unkraut. Und das war für uns dann nicht so optimal. Also wir haben dann ein bisschen mehr Ordnung irgendwann reingeschafft und doch Beete gemacht, Wege und so. Ja, ich sage mal so. Dankeschön. Das jeder für sich wissen. Ja, dankeschön. Für euer Feedback. Dankeschön auch für dein Feedback. Tatsächlich hat jetzt natürlich ein ganz, ganz, ganz großer Teil gesagt, auch bei den Kommentaren, dass kleinere Beete oder in Sektionen unterteilt immer besser und einfacher zu bearbeiten ist. Man kommt hier nicht nur einfacher ran, sondern man kann halt auch wirklich strukturierter arbeiten. Und wenn das so viele Leute gesagt haben, und ich glaube, es hat nicht ein einziger Kommentar gesagt, Robert, deine Idee ist richtig gut, denn... Nicht eine einzige Person hat das gesagt. Ich gebe mich geschlagen. Ja. Martin hat es wahrscheinlich schon im Urin gehabt, wie man so schön sagt. Ja? Mhm. Ja, wir lassen das so. Also natürlich kann man immer noch was ein bisschen an der Struktur auch verändern. Ja? Aber wir werden hier kein großes Beet draus machen, sondern es wird so bleiben. Ich finde die Wege trotzdem ziemlich breit, ehrlich gesagt. Aber ich wollte gerade sagen, ihr habt ja eh nur so kleine, dünne Wege hier. Wolltest du wirklich? Nein. Naja, gut. Also bei uns sind die ein bisschen breiter. Ja, aber ich finde sie eigentlich auch schon fast ein bisschen. Aber gut, das ist okay, das lässt man jetzt auch so, weil es wäre ja viel zu aufwendig, das zu verändern. Ich glaube, was ich nochmal spannend fände, wäre, das hier zu verändern so ein bisschen. Also diesen Streifen, ja. Mhm. Und vielleicht wäre da auch die Überlegung, dass man da vielleicht auch so ein Blühstauden-Zeugs macht irgendwie. Ja. Ja. Weil... das ja echt extrem wichtig ist und... Gerade so direkt hier neben die ganzen Gemüsebeeten. Ja, dass du es einfasst, also die Gemüsebeete einfasst mit sowas fast noch, ja. Weil wir auch da die Erfahrung gemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen, an diesem Streifen hier waren extrem viele Schnecken. Auch weil die sich, glaube ich, ganz gut unter diesem Baumstamm verstecken können, muss ich sagen, ja. Also waren extrem viele Schnecken. Stimmt. Vielleicht sogar noch, man könnte ja dazwischen den, diesen ganzen schönen Blühsachen auch noch Bärensträucher machen oder so. Mhm. Hab gesehen, in den Discountern gibt es jetzt ganz billig überall Himbeeren, Maulbeere, sogar Feige habe ich gesehen. Für 3,49 Euro. Wow. Ja. Naja, aber gut, das wäre nochmal eine Überlegung, das zu machen. Was ja richtig, guck mal, ich gebe mal ein bisschen an. Habt ihr auch so richtig schönen Mohn? Ja, die sehen toll aus. Oder? Jetzt bei uns schon? Sind die noch nicht so groß. Jetzt schon so fett hier. Ja. Das sind ja 2 große. Da ist noch ein kleiner. Ich glaube, da hinten auf dem Weg war noch einer. Und ja, außen habe ich auch noch was gesehen. Und? Hier ist ja unser
Gewächshaus, ja. Mit dem leckeren Salat, den du unbedingt heute noch mitnehmen willst. Ja, will ich auch. Kannst du auch. Wollte ich ja schon längst geerntet haben. Habe ich, glaube ich, schon vor 18 Folgen gesagt, dass wir den ernten. Aber haben wir nie getan. Und jetzt blüht er fast. Hier steht ja, guck mal, hier steht ja Jakonnen vom letzten Jahr. Die habe ich zu Hause gelagert gehabt. Und in den Bettbezug. Und jetzt hier eingepflanzt wieder. Meinst du, die kommt noch? Eigentlich sieht die ziemlich trocken aus, oder? Oh, ich kenne mich damit gar nicht aus. Das hatten wir auch noch nie. Was denkt ihr? Wird diese Jakonnen wieder kommen? Also ich glaube, ehrlich gesagt, diese hier, die haben auch so schon Schimmel dran und so. Bei denen sieht es auch nicht so gut aus. Aber ich dachte, ey, lass uns das mal ausprobieren. Was würdest du denn? Ihr habt kein Gewächshaus, oder? Doch. Doch, wir haben ein Gewächshaus. Das haben wir auch selber gebaut. Aber da wir auch nicht unter der Woche da sind, haben wir halt im letzten Jahr, also wir haben es erst letztes Jahr gebaut, im Frühling. Und wir müssen da irgendwie noch eine bessere Bewässerungssystem uns überlegen. Das ist nämlich ganz witzig, weil das reicht nicht, wenn wir nur am Wochenende da gießen. Weil auch wenn es super feucht ist, ne, guck mal, es ist ja hier, wie trocken der Boden ist. Ja, das trocknet so schnell aus, auch bei uns. Nee. Die Leute sagen mir schon, bereite doch das Gewächshaus endlich mal vor, weil hier kann ja einiges rein. Ja, bisher eigentlich auch schön bei dem Wetter, könnte man das machen, ne? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ist halt die Frage, ja, also vielleicht wollen wir mal den Salat hier rausholen und dann kann man ja mal gucken, was man noch so macht, wa? Ja. Und jetzt haben wir es geschafft. Im Gewächshaus sieht es schon ganz schön aufgeräumt aus und auch in diesen beiden Hochbeeten. Und jetzt habe ich dir Doni ja schon mal vorgeschickt, mit unseren Aussaattütchen sich zu beschäftigen. Weil wir haben gedacht, oder ich habe gedacht, also wir haben schon gemeint, man könnte ja Möhre, Radieschen, vielleicht noch was anderes, mal gucken. Na, was hast du jetzt schon rausgesucht hier? Also ich habe alle Radieschen Packungen rausgesucht, du hast ja. Da waren auch so weiße Radiesen, glaube ich. Warte mal, nee. Irgendwo war. Nee. Ich hatte irgendwo noch so weiße. Warte mal, wie viel sind die noch drin? Also ich habe jetzt drin, hier oder vier ich Packungen untergelegt. Hier so weiße Radies waren das. Die sahen aus wie Eiszapfen. Mhm. Oder habe ich die hier reingeschmissen? Doch, ach, diese die hier. Ach, die meinst du? Genau, diese Firma hier ist auch empfohlen worden. Wir wollen ja keine Werbung machen, ne? genau, die würde ich gerne nehmen, weil es halt Bio ist. Und ich glaube, das ist zum Beispiel von unserer Gartenfrau noch gewesen. Oh, nee, doch nicht. Ich dachte, es wäre von unserer. Aber also ich fände die Weißen ganz gut, aber den Klassiker fände ich auch nicht schlecht. Die hatten wir ja im Adventskalender drin. Die Naomi ist das einmal. Naomi haben wir. Dann haben wir die Flaké und die Natasja 2. Ah, das haben wir zweimal. Ich glaube, das ist auch nochmal das okay. Gleiche. Wurzelgemüse. Ist und eine Packung Zuckererbsen habe ich auch gefunden. Welche Möhrensorte würdet ihr denn empfehlen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also wir machen Möhren rein und Radieschen. Die ist nicht so lange haltbar, machen wir nicht. Kann man die auch gemeinsam ins Beet machen? Also bei mir mache ich das zumindest immer so und halt in Reihen abwechselnd. Ich finde das halt gut, weil die Radieschen wachsen ja so schnell und die Möhren eben schon ziemlich langsam. Ja. Und dadurch weiß ich auch, also die Radieschen kommen dann ganz schnell und dazwischen weiß ich, dass halt auch Möhren wachsen. Sollten. Also dass irgendwann kommen sollen. Ja, dann lass uns doch ich als denke erstes jedes mal Jahr, dass sie dann doch nicht kommen und dann kommen die dann irgendwann. Dann kommen sie doch irgendwann. Ja, ja genau. Hat aber dadurch, dass die Radieschen da sind, weiß ich, okay, dazwischen da müsste sind noch auch was die. Sein. Ja, genau. Okay. Du, dann würde ich sagen, machen wir das mal schnell, wa? Ja. Oder langsam. Ich nehme die Beschriftung mit und du nimmst das Saatgut mit. Machen wir auch und irgendwo? Oder wollen wir die gleich an den, wie du gesagt hast, an den Rand machen, dass wir die runterranken lassen vielleicht? Ah, ja, das können kann wir man machen. Kann man nochmal ausprobieren. Ich glaube, warte mal, ich google das. Weil den Tipp hatten wir schon ganz am Anfang bekommen, als wir angefangen haben mit dem Kleingarten. Erbsen, die ranken ja gerne nach oben, aber auch wohl nach unten. Also von daher kann man die auch gut ins Hochbeet einbringen und dann die quasi runterranken lassen. Und das versuchen wir jetzt mal bei den Hochbeeten umzusetzen. Komm, mal gucken. So, dann. Dann nehme ich das alles mit. Brauchen wir denn irgendwie einen Stab oder so, um diese Reihe zu machen? Wir können das auch benutzen, oder?
Oder? Guck mal da. Wir haben ja, wir suchen ja immer für Verwendungsmöglichkeiten für unser afrikanisches Hartholz, ne? Ah ja. Dann lass ich von der Länge doch. Her kommt das doch gut hin, oder? Oh, geil! Guck dir das mal an, das müsste gut genau auf einen. Oder welche Reihen, willst du die Reihen so machen oder so machen? Ich hätte die so gemacht. Ich auch, ne? Weil ich jetzt nämlich gedacht habe, wir haben ja, habe ich jetzt alles? Genau, ich dachte, wir könnten die drei verschiedene Radieschen nehmen, ja. Oder? Ja, dann hat man die gut abgeteilt, ne? Genau. Abgeteilt. Dann, und das ist für eine sehr frühe Ernte, steht drauf. Wir wollen ja auch eine sehr frühe Ernte, ne? Und das dauert halt ein bisschen länger, aber... Okay, also genau, danke, also wir müssen das erstmal vereinbaren jetzt. Dafür, dass du jetzt hilfst, bekommst du auch dann pro Reihe ein Radieschen ab, ja? Okay. Ich guck mal, ob ich dazu mal... Aber ich darf mir aussuchen, welche. Naja, mal gucken. Du bist ja nicht so oft hier, ne? Ich werde... Jetzt kommst du jedes Wochenende um zu... Was sagen meine Radieschen? Und jedes Mal, wo ich hier bin, kriege ich... Steht dann wahrscheinlich in den Kommentaren. Naja, du kannst das ja überwachen, indem du regelmäßig unsere Videos schaust und Kommentare drunter machst. Aber letztens hast du ja schon eins drunter gemacht. Der ist zu lang. Ja. Letztens hat sie nämlich. Ja. Die letzten zwei Videos sogar. Ich habe mich immer beschwert nämlich, dass sie das nicht macht. Und jetzt macht sie es. Und jetzt bin ich auch ganz froh darüber. Und stolz natürlich, ne? Vielleicht kann man das ja nehmen, um solche Reihen zu machen von der Breite her. Perfekt, würde ich sagen. Schau mal, was ich habe. Ein Werkzeug. Dankeschön. Okay. Wie hast du dir das jetzt vorgestellt? Mach so. Brauch die nicht so breit. Guck mal. Ah. Oder? Was denkst du? Ja. Ist das die Idee gut gewesen oder habe ich jetzt mich verdacht wieder? Ja. Naja, sehr gut. Obwohl es regnet, man sieht es ja an Adonis Hahn, die sind ganz nass. Ja. Und trotzdem arbeitet. Und trotzdem ist sie so fleißig und arbeitet hier in unserem Garten. Ja. Und das für, wie viele Radieschen werden das denn jetzt? Wie viele Reihen sind es? Die du mitnehmen jetzt kannst? Schon das ist ein Bund, würde ich sagen, Reihen. Oder? Wenn sie aus jeder Reihe Radieschen eine mitnehmen darf, dann... Dann habe ich fünf Radieschen. Dann ist es ein kleiner Bund schon, würde man sagen, oder? Ja. Da hättest du im Bio-Supermarkt schon mal wieder 2,39 Euro für bezahlt. Aber, ja. Und hier kostet das Ticket mit der BSR, vor allem, mit der BVG wahrscheinlich ab demnächst 3,20 Euro dann. Naja. Ah nee, du hast 49 Euro Ticket wahrscheinlich, ne? Oder genau. Das sind ganz schön viele Möhren auf einen Haufen, ne? Aber naja. Gut. Ja, deswegen, ich mache doch... Du bevorzugst Saatbänder höchstwahrscheinlich. Ja, weil ich finde das sehr fummelig und ich mag es gar nicht. Und vor allem die dann wieder, wie heißt es, auszudünnen? Zu vereinzeln. Ja, zu vereinzeln finde ich dann irgendwie auch doof. Naja, das wird schon alles irgendwie da schlimm. Da reiße ich immer aus Versehen alle irgendwie raus, wenn die so klein und zart sind. Und dann die kleinen Möhrchen, Möhrenbabys. Müssen wir es eigentlich angießen, wenn das so gut nass ist, oder... Habe ich auch, weil als ich das gemacht habe, hat es halt auch immer wieder geregnet. Und da habe ich auch gefragt, ob ich das... Weil ich meine, es wird wahrscheinlich eh jetzt in einer Stunde wieder regnen, oder? Also ja. Muss man das jetzt? Also wir haben auch ein bisschen... Wenn es zu nass wird, ist wahrscheinlich auch doof, oder? Also okay, wir haben jetzt die Erbsen auch ausgesät. Na ja, dann haben die sich selbst ausgesät jetzt. Die suchen sich ihr eigenes Habitat, ne? Mit irgendwie Pflanzen wissen selber am besten... Ja, der Dill, der wächst nur, wo er will. Ja, gibt es nicht... Ja. Hieß es immer, gab es immer so. Warte mal, ich sammle das jetzt mal wieder ein. So, dann werden wir jetzt mal, ich glaube, wir müssen abbauen, oder? Langsam? Also ich habe auch auf jeden Fall langsam Hunger und meine Hände sind kalt. Hunger? Ja, ich habe hier auch nicht wirklich viel zu essen. Wobei, wir könnten mal gucken, so ein paar Konserven haben wir vielleicht noch. Oh, der Blick. Ich glaube, ich gehe irgendwo hin, wo es warm ist und wo man auch sich hin... Wo man auch was zu essen bekommt, meinst du, ne? Wo man auch was zu essen bekommt. Ja, und vielleicht mal gucken. Wenn das Wetter morgen gut ist, dann bin ich morgen auch hier. Der Garten freut sich trotzdem. Ich freue mich eigentlich auch. Ja, ist ich habe jetzt letztens gelesen, weil das letzte Jahr war halt so heiß und trocken, ne? Und wir hatten diese Dürre. Und ich glaube, letzte Woche irgendwo habe ich halt auch irgendwie einen Bericht gesehen, dass wenn das Wetter erstmal so bleibt, haben wir uns langsam...
erholt und kommen halt gut in den, sind halt gut vorbereitet auf den Sommer. Weil es hätte auch anders sein können. Es hätte jetzt wenig regnen können und dann hätten wir halt wieder ganz schlechte. Also ich habe auch schon gesagt, glaube ich, letztes Mal, wir werden früh genug wahrscheinlich wieder über die Dürre jammern. Ja, genau. Ja? Also von daher ist es schon echt gut, dass es, glaube ich, viel regnet gerade. Ich freue mich jetzt eigentlich jedes Mal, wo es regnet. Ja, und natürlich könnte, sonst würde wahrscheinlich, guck mal, die schöne Zierkirsche bei Gitti drüben, die sieht schon geil aus, oder? Total schön. Die wird natürlich schon schöner aussehen, wenn die Sonne auch noch scheint, ja. Aber das haben wir vielleicht morgen und dann, oh, läuft die Nase. Ja, und jetzt schreibt ihr noch in die Kommentare, ob ihr euch auch freut, wenn es regnet. Damit alles schön wächst und vergesst auch nicht, eure Rezeptideen in die Kommentare zu schreiben bei Erkältung. Welche Pflanzen nutzt ihr hier aus eurem Kleingarten, um schnell wieder gesund zu werden? Ich hoffe, ich bin nächste Woche wieder fit. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin erstmal alles Gute, euer Robert hier aus unserem Berlin-Pankower Kleingarten.